Hallo, guten Morgen. Ja, wer ist denn hier am Valentinstag 2020? Ich bin eigentlich überhaupt kein Mensch, der jetzt irgendwie im Valentinstag beachtet hat, aber in Amerika ist es ja ein riesengroßer Tag. Und ich wollte mal ganz kurz live gehen, auch noch schnell erzählen von dem Webinar gestern Abend mit dem Thema mit dem Thema Heilung. Und wir haben ja darüber gesprochen, was Heilung im Weg steht. Hallo, hallo ihr Lieben, was Heilung im Weg steht. Und da kamen einige Fragen auf. Und zum Beispiel war eine der Fragen, ja, das hört sich ja wahnsinnig gut an, wenn ich wirklich weiß, dass das alles in mir in Ordnung ist, wenn ich wissen darf, dass ich dieses perfekte, wahre Wesen sein darf und dass mir die Heilung bringen kann und das Glück und die Freude. Aber was ist mit dem Außen? Was ist mit den anderen Menschen? Wie kann ich das halten? Wie kriege ich das hin? Und ja, die Antwort ist ganz einfach. Das Außen, nimm es nicht so ernst. Also mir ist jetzt zum Beispiel auch heute früh, moin moin Maria, etwas passiert. Und zwar habe ich ganz komische E-Mails gekriegt von meiner Telekom-Firma, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Zuerst eine Rechnung, die ich bezahlen muss, und dann habe ich geschrieben, wieso muss ich die bezahlen? Die ist doch schon lange bezahlt. Ja, das ist ein Test und ich müsste jetzt irgendwas einscannen und zurückschicken. Habe überhaupt nichts verstanden, habe dort angerufen und habe eine Frau erwischt in dieser Hotline, der es absolut nicht gut ging, ja, und die absolut keine Lust hatte und die Energie kam schon durchs Telefon und die war nur genervt von A bis Z und also es war wirklich keine schöne Begegnung. Und ja, was machst du damit? Was machst du damit, wenn du das klären musst, wenn du eben bleib bei dir und dehne dich aus? Ja, so großartig, man muss gar nichts Großartiges machen im Prinzip, sondern man muss da dran vorbeigehen, wie an einer Zungenwurst auf einem Buffet. Die da halt auch ist, ja, und wenn ich an einem Buffet des Lebens bin und da ist alles, alles ist da, ja, was schmeckt, was schön ist, was begeistert, was Spaß macht und da dürfen auch Zungenwürste und sonstige Ekelsachen drauf sein. Das muss mich aber nicht stören, dass es da ist. Ich darf das anschauen, ich darf auch das nicht gut finden, ich muss es ja nicht essen. Ja, und in dem Sinne, ich muss es ja nicht wiederkäuen. Wenn mir Dinge begegnen, die ich nicht mag oder die mir nicht schmecken, dann kann ich die einfach da lassen. Ich kann auch anerkennen und ich kann auch merken, dass ich das nicht mag und dass mir das nicht schmeckt und dass ich das auf gar keinen Fall essen will und auch nicht wieder und wieder essen will. Aber mit dieser Wahrnehmung kann ich das im nächsten Moment auch schon wieder dort stehen lassen und kann sagen, ja, okay, darf es auch geben. Ich muss nichts ändern, ich muss nicht fixen, ich muss nichts in Ordnung bringen, sondern ich kann die Dinge einfach stehen lassen, wie sie sind. Oder? Und zu erkennen und zu wissen, dass eben das, was mir manchmal im Außen begegnet, nicht unbedingt etwas mit mir zu tun haben muss. Es spiegelt mir zwar im Moment etwas wider, was ich nicht möchte oder was mir widerstrebt oder was einfach nicht jetzt meins ist, von dem ich mehr möchte, um wieder auf diese Buffet des Lebensgeschichte zu kommen. Aber ich muss es nicht verdammen. Ich muss auch nicht irgendwie denken, warum gibt's das und was kann man dagegen machen? Und bei all diesen Dingen, wir haben immer unser automatischer Reflex ist, wir wollen das vermeiden. Wir wollen es nicht mehr haben und es soll weg sein. Und wenn wir diesen automatischen Reflex ändern können und einfach das hinnehmen können, wirklich einfach hinnehmen, sagen, ja, es gibt's, was macht die Energie mit mir, was macht sowas mit mir, das einfach
betrachten, nicht bewerten und einfach sagen, okay, das geben und dann weitergehen seines Lebens. Dann wird man wirklich so viel leichter, ja, wenn man nicht mehr an diese Dinge nachdenkt, wenn man sich nicht mehr festbeißt, wenn man sich nicht persönlich betroffen fühlt, sondern wenn man weiß, wenn man einfach sagen kann, es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Ich werde nicht bedroht. Es ist keine Gefahr. Es ist alles bestens. Ich darf mich freuen. Auch wenn es da draußen Situationen und Gegebenheiten und Berichte und Geschichten gibt. Je weniger ich drauf einsteige, je weniger Bedeutung ich den Dingen gebe, die ich nicht möchte, desto weniger werden die weiter existieren überhaupt. Und dann habe ich so viel Energie übrig, mir zu überlegen, ja, was will ich denn? Ah ja, und mir kam es dann, eigentlich möchte ich wirklich, dass alle Menschen, wenn sie irgendeine Arbeit tun müssen oder wenn sie, dass sie einigermaßen froh sind dabei. Und dann habe ich mir überlegt, ja klar gibt es noch viele Menschen, die das nicht wissen. Ja klar gibt es noch die Vorstellung, dass man eben meint, man müsste etwas tun und man muss sich verdingen und man muss sich quälen und man muss leiden, vor allem für Geld und für Existenz, oder? Diese Vorstellung, dass man leiden muss für Geld und Existenz und dass es schwer sein muss und dass man sich ja zusammenreißen muss und dass das Leben kein Wunschkonzert ist und all diese Sachen. Die sind natürlich allgegenwärtig und ich darf mir erlauben, die zu überschreiben. Ich darf mir erlauben zu sagen, nach welchen Richtlinien und Gesichtslinien ich leben möchte und wie ich das Leben sehe, wie das Leben für mich bestimmt ist. Ich bestimme, ob mein Leben leicht ist, ob mein Leben schwer ist. Klar will niemand, dass sein Leben schwer ist, aber wenn ich nicht aktiv werde und aktive Entscheidungen treffe, dass mein Leben leicht ist und dass sich die Dinge für mich gut ergeben, wenn ich diesen Mindset nicht für mich immer wieder frisch neu installiere, jeden Morgen, dann verwässert der sich mit, sag ich jetzt mal, noch dem dominanten Mindset unserer Gesellschaft und unserer Umgebung. Und deswegen ist es halt so, so wichtig, dass ich mich selber jeden Morgen dahin bringe, in die Perspektiven, in die Weltsicht, in das Wissen, das ich mir für mich zurechtgelegt habe, so dass ich mich nicht von außen reinspülen lasse in irgendeine Realität, in irgendwelche Ansichten, in irgendwelchen Lebensfrust, in irgendwelche leidvollen Überzeugungen, sondern dass ich ganz klar meine Wahrheit immer lebe. Und egal, was sich sonst noch im Außen zeigt, egal, was für Meinungen natürlich herrschen. Ich meine, wir sind in einer multimedialen Welt unterwegs mit Meinungsfreiheit. Da kommt schon ganz schön viel Zeug raus, das sich nicht gut anfühlt. Aber das muss ich ja nicht essen. Das ist ja die Zungenwurst. Ich muss das ja nicht nehmen, sondern es darf da sitzen. Und ich gehe schön zu dem gesunden Salat, ich gehe zu den leckeren Sachen, die mich gerade ansprechen und ich freue mich darüber und ich ärgere mich nicht die ganze Zeit, dass da Zungenwurst auch noch drauf ist. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so leicht, sich über Zungenwurst zu ärgern. Es ist so leicht, den ganzen Tag darüber zu diskutieren und allen Bekannten und Treffen und was weiß ich nicht was darüber zu lamentieren und darüber zu erzählen, wie ätzend es ist, dass es doch Zungenwurst auch noch gibt. Aber es bringt mir nichts. Ich habe meine ganze Aufmerksamkeit, meinen gesamten Fokus auf das, was ich nicht möchte. Und das müssen wir uns einfach abgewöhnen. Weil wir sind darauf getrimmt, ja? Weil wir glauben, wenn wir etwas früh erkennen, wenn wir etwas ablehnen, wenn wir uns vor etwas schützen, wenn wir uns abschließen, dass wir dann sicher sind. Das ist unser analytischer Verstand, der ist nach diesen Regeln getrimmt. Und ich muss ihm neue Sachen beibringen, eben genau solche Sachen, ein neues Denken, eine neue Haltung, eine neue Wahrnehmung über mich, eine neue Wahrnehmung über die Welt,
damit ich in dieses Grundgefühl komme, dass alles in Ordnung ist. Und wenn ich in diesem Grundgefühl bin, dass doch eigentlich alles in Ordnung sein kann, sein darf, jetzt in diesem einen Moment, bin ich im gegenwärtigen Moment, bin wirklich verbunden eben mit den Potenzialen der guten Dinge, der schönen Dinge, der Wahrheit und habe Platz geschaffen für all diese Sachen. Und es kann ich halt immer wieder machen, das hört nie auf, weil eben andere Perspektiven auch auf mich einprasseln und ich quasi immer wieder meine Scheibe wischen muss, meinen Blickwinkel und meine Perspektive klären muss und mich nicht davon abbringen lasse, wie ich leben will, dass ich daran glaube an unendliche Potenziale, dass ich daran glaube an Schönheit, Freude, Glück, Heilung und Perfektion. Und das wollte ich euch mitgeben zum Valentinstag. Egal, ob da jetzt jemand ist, der euch von außen überrascht und sagt, oh, Happy Valentine's Day und oh, du bist so toll und so weiter und ich möchte dich einladen und hier hast du ein Geschenk und Blumen. Viele von uns, denen wird das heute nicht im Außen passieren. Aber so what? Erstens mal kann jeder Tag Valentinstag sein für dich und zweitens mal kannst du jeden Tag feiern, wie großartig du bist, wie schön es ist, dass du hier bist, wie schön es ist, dass du dich verwirklichen kannst auf dieser Welt und dann feier einfach diese Tatsache, dass du lebst, feier Freude, feier Dankbarkeit, ohne eben jeweils im Außen irgendeinen Grund zu suchen, sondern indem du im Innen für dich Gründe kreierst. Und wenn du das tust und nicht abgehst von diesen Überzeugungen und diesem Wissen und dich aufhörst, in der Realität, im Außen, in der Materialität zu spiegeln, dann wird sich dein Leben ändern. Dann wirst du diese Perspektiven, die du im Innen kreiert hast, im Außen sehen und erkennen. Mehr und mehr und mehr. Aber such sie nicht. Freu dich drüber, wenn sie erscheinen. Aber weiß, dass sie aus dir herauskommen und dass du die Ursache bist von allem und die Ursache vom Guten bist. Und so bist du die Ursache von deinem wunderbaren Valentinstag. Und du musst dir nichts schenken und gar nichts. Du darfst dich einfach nur freuen, dass du heute hier bist und dass du heute neue Ideen hast, die du umsetzen kannst, dass du heute neue Perspektiven für dein Leben entwickeln darfst und dir Pläne schmieden darfst, Träume träumen darfst, in dem Wissen, dass es eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten gibt, wie sich dein Traumleben, wie sich dein Traumzustand für dich realisiert. Also vergiss das nicht. Bleibe einfach dran und ignoriere eiskalt die Zungenwurst da draußen. Die geht dich nichts an. Also so viel dazu. Vielleicht ist einer von euch dabei, der findet Zungenwurst lecker. Dann ersetze das mit irgendwas anderem, was du eklig findest oder was dich total nervt. Und liebe deine Zungenwurst, ist alles okay. Du darfst gerne haben, was du möchtest. Ja, in diesem Sinne, habt einen wunderbaren Freitag. Alle, die auf meiner E-Mail-Liste sind, die kriegen noch die Aufzeichnung von dem Webinar gestern. Es ist allerdings die intimen Fragen, die wir am Schluss beantwortet haben, die habe ich nicht aufgenommen, weil sonst wäre kein Fluss reingekommen und ich hätte den Menschen nicht helfen können, die da online dabei waren, weil doch noch irgendwo die Sperre da war. Oh, es wird aufgezeichnet, Hilfe, Hilfe. Also habe ich die Aufzeichnung dann am Schluss, wo es intim wurde, abgestellt. Und wenn ihr das nächste Mal auch dabei sein wollt, dann wisst ihr, dass es diesen Punkt gibt, wo ich dann eben nicht mehr aufzeichne, wo ich nicht mehr teile, wo ich dann versuche, wirklich spezifisch noch Fragen zu beantworten und Leute zu inspirieren. Genau. Also Fairness für alle. Das
den Hauptteil könnt ihr nachschauen. Wenn ihr nicht auf meiner E-Mail-Liste seid, schreibt euch einfach ein auf www.mywellfeeling.com. Da könnt ihr runterscrollen. Unten ist so ein kleines Formular mit E-Mail-Adresse und Name. Kommt ihr automatisch auf die Liste. Wenn ihr das heute Vormittag noch macht, gegen Mittag versende ich die Aufzeichnung, dann kriegt ihr die von gestern Abend. Also, so einfach ist es. Und nochmal, Happy Day. Bye, bye. Danke fürs Zuschauen.